Kannst du sie erkennen? Ja klar, Pflanzen, 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 Pflanzen. Anthurium cristallinum. Dieses Blatt hat sich entfaltet während meiner Krankheitsphase jetzt und ich muss sagen, das ging mal wieder richtig schnell. Ich glaube, ich hatte auch in einem Clip gezeigt, oder in einem Video besser gesagt, dass ich die Blüte, oder ich habe es gesagt, entferne, habe ich dann auch gemacht und dementsprechend hat sich jetzt dieses Blatt entwickelt. In den, ja, gut 3 Wochen ungefähr, würde ich sagen, wenn ich mich richtig erinnere, ich weiß nicht genau. Auf jeden Fall, ja, nach wie vor wächst die Pflanze richtig klasse hier mit dem HPE-Dünger, dem Hausplant Elixir. Und ich würde sagen, hier werden wir auch gleich mal die Werte ermitteln. Ich denke, das könnte recht interessant sein für die Zukunft auf jeden Fall. Ja, okay. Und damit hallo und herzlich willkommen im Reich der Pflanzen. So, wir machen heute munterfröhlich weiter, denn es gibt sehr viel nachzuarbeiten, auch hier im Pflanzenreich. Ich weiß gar nicht, wo wir anfangen. Doch, haben wir ja schon mit Anthurium cristallinum und vielen anderen Sachen. Also stellt euch schon mal drauf ein. Es wird mit Sicherheit ein längerer Film werden. Nun ja, aber was soll ich sagen? Wir wollen ja so viel wie möglich mitnehmen, wie was sich entwickelt und wo Probleme auftreten und wieso, weshalb, warum und wie wir gegenreagieren können und so weiter und so fort. Nochmal ganz kurz gezeigt, hier unsere, könnte ein bisschen tropfen, unsere Bergpalme. Nach wie vor wunderbar am Wachsen hier in dieser wunderschönen kleinen Schale. Und das neue Blatt schiebt sich also mächtig empor, muss ich sagen. Gut, Blüte ist noch da, aber da wir wissen, dass wir Männlein und Weiblein brauchen, also sind sie nicht einhäusig, sondern zweihäusig. Also Weiblein und Männlein wohnen nicht in einem Haus, sondern der eine wohnt da und die andere wohnt da. Also Pflanze und Pflanze. So ist das im Leben bei manchen Pflanzen. Das hast du nicht sehr gut konstruiert in dem Sinne für dich, aber nun ja, so ist das halt. Machst du nichts, aber wir machen jetzt ganz viel gemeinsam. Währenddessen ich die Werte von der Anthurium cristallinum ermittle, beziehungsweise Geräte sich einpendeln, oder das Gerät, pH-Wert-Messgerät, schauen wir jetzt mal die, ich mache einen Deckel auf hier, die Bambino an, die Alocasia Bambino, die haben sich ja nur echt heftig schnell entwickelt. Wir sehen auch eine Wurzel hier, die sich nach oben streckt. Das heißt, es gibt heute eine kleine Veränderung. Ja, denn das ist jetzt notwendig. Auch hier sehen wir das, die Wurzeln streben nach oben. Das ist natürlich nicht gewollt in dem Sinne, ne? Denn sie sollen jetzt schon ins Perlit hineinwechseln, wachsen. Gestartet haben wir das Ganze am 21.02. Ja, also ich werde noch mal ein kleines bisschen Perlit nachlegen tatsächlich. Und in dem Zuge dann heute das Gefäß offen lassen, damit die Wurzeln, wie gesagt, jetzt tatsächlich ins Perlit hineinwachsen und nicht mehr an die frische Luft, in dem Sinne gespannte Luft. So, okay. Wir haben ja schon im letzten Mal gesehen, als wir das letzte Update hatten, dass die Wurzeln also sich im oberen Bereich der Knolle entwickeln und nicht unten. Das kann man hier auch nochmal sehr schön sehen. Also die entspringen tatsächlich hier oben an der Basis und nicht hier unten irgendwo oder sonst wie, sondern tatsächlich hier oben dort, wo die Pflanze herauswächst. Dort entwickeln sich auch die Wurzeln. So, ich werde das Ganze nochmal ein kleines bisschen anfeuchten und dann bleibt der Deckel jetzt runter. Ich zeige es nochmal kurz. Das ist einfach ein Untersetzer. Ups, sorry. Den hat man hier einfach draufgelegt und bis heute. Und heute nehmen wir das Ganze ab, damit die Wurzeln, wie gesagt, jetzt tatsächlich ins Perlit hineinwachsen. So wachsen unsere Monstera Deliciosa Mint. Mal gucken, ob wir das jetzt so hinbekommen. I'm so sorry. Das neue Blatt, ja. Entwickelt sich prächtig, aber da werden wir heute nichts checken, das hatten wir beim letzten Mal gemacht. Aber werden was Neues heute auf jeden Fall noch angehen. Warte mal, ich stelle es mal eben auf den Tisch, dann können wir das nämlich etwas besser nochmal sehen. So, dalle, die ist gar nichts, ne? Genau, dann schwenken wir einfach mal rüber. Genau, die Monstera Albo Variegata bekommt gerade ein neues Blättchen. Mal gucken, wie sich das entwickelt. Das Schätzchen steht noch in der Wasserkultur. Nach wie vor macht es sich prächtig. Was wir wie gemacht haben, haben wir schon gemeinsam erlebt. Und heute ist Ende Gelände hier in der Wasserkultur. Und hiermit starten wir dann heute ein neues, ja, Experiment. Und was wir machen, ja, das werden wir im Laufe des Filmes noch erfahren.
bevor ich es komplett vergesse. Nein, es wurde noch nicht gedüngt, sondern wir haben das Ganze nur mit reinem Wasser tatsächlich bis dato gemacht. So, und dann will ich jetzt aber wissen, wie sieht das denn bei der Anthurium crystallinum aus? Nein, nicht der hier. Das ist ein Philodendron. Ja, in der Tüte. Mikrosiemenswert knapp 270. Sorry, ich krieg's gerade so schnell auf die Schnelle. Nicht anders hin. Und wie sieht das pH-Wert technisch aus? Kriegen wir dazu hin? Ich guck mal eben. Ja, es ist wohl, liegen wir knapp bei 6. Also, das ist schon mal sehr interessant. So, okay, weiter wegzoomen kann ich gerade nicht. Das ist das neue Blatt. Was hier interessant ist bei der Schiefblattbegonie, die wächst ja hier auf dem Tisch. Ne? Und das gefällt ihr ja richtig gut. Also sie wächst tatsächlich lieber kriechend, anstatt in die Höhe gebunden zu werden. Das mal kurz so nebenbei. Aber ist schon krass, ne? Wie sich das Blatt in so kurzer Zeit mal wieder entwickelt hat. Ja, auch interessant, der Wert oder die Werte so mitzunehmen, wie sie sind. Ne? Das sieht schon mal krass aus. Also ich werde nach wie vor die schwache Variante gießen hier. Also nichts erhöhen in dem Sinne. Und abwarten. Abwarten der Dinge, die passieren. Denn wir wollen ja lernen aus dem, was passiert. Ne? Und von daher düngen wir nicht mehr, sondern warten einfach, ob es irgendwann mal eine Mangelerscheinung gibt in dem Sinne. Aber ist schon krass, ne? Sich das in so kurzer Zeit entwickeln kann, so ein Blatt. Ne? Wie gesagt, 3 Wochen ungefähr. Pi mal Daumen. Coole Sache. Dann kommen wir jetzt zu dem neuen Experiment. Wir haben jetzt die Monstera Albo Variegata hier. Wir wissen schon, die sind sehr variabel in der Variegata-Form in dem Sinne. Ne? Die können auch komplett grün werden, wenn man Pech hat. Haben wir alle schon erlebt. Okay, das Blatt sieht ja schick aus, aber das neue scheint tatsächlich grün rauszukommen. Aber okay, ist jetzt nicht so tragisch, denn das ist jetzt tatsächlich eine Experimentierpflanze. pH-Wert ist 6,1. Mikrosiemens-Wert ermitteln wir auch. Warum ermitteln wir jetzt die Werte? Ganz einfach, damit wir uns nochmal verinnerlichen, dass die Monsteras den pH-Wert drücken. Ne? Also sie saugen den Kalk förmlich aus dem Wasser raus. So, Mikrosiemens-Wert ist 100 etwa, also ja, recht wenig würde ich sagen. Ne? Was haben wir hier? Hälfte Leitungswasser, Hälfte Osmosewasser. Auf 1 Liter haben wir momentan 1 Milliliter von dem Hausplant Elixir in der Anwendung. Also wir sehen auch hier, der Mikrosiemenswert ist runtergegangen. Aber coole Sache. Denn wir wissen schon, Wurzeln mögen nicht so viel Salz an den Füßen. Und von daher ist dieser Dünger auf jeden Fall richtig klasse. In der Anwendungsmenge, sage ich es jetzt mal so, seitdem wir ihn in der Anwendung haben, habe ich jetzt 1,5 Liter verbraucht. Für die Pflanzen. Nicht für mich, sondern für die Pflanzen. Ja, das ist jetzt, ich würde mal sagen, gar nicht so viel. Ne? Denn wenn man überlegt, wie viele Pflanzen wir hier haben, fragt mich nicht, wie viele wir haben, weiß ich gar nicht. Auf jeden Fall eine ganze Menge ist das relativ wenig. Und ich bin eigentlich froh, dass ich lieber, ich sag's mal, jeden Monat eine neue Flasche nehme, also 1,5 Liter, als wenn ich eine Literflasche habe und das Ding ein Jahr lang rumsteht und weiß Bescheid, was ich meine. Okay, aber das ist ein anderes Thema. So, zum Thema Dünger, das ist also hier die Flasche, ne? Die Flasche, Hausplant, Elixier von Moody's Erde. Habe ich da reingefüllt, weil das hier eine Anwendung für mich einfacher ist und zu dem Thema Farbe von Flasche zu Flasche, ob es da Unterschiede gibt, also konnte ich jetzt nicht feststellen. Ich kann aber hier einen Farbunterschied feststellen. Vielleicht liegt es einfach in der, ja, wie soll man sagen, je nachdem, wo man es einfüllt, dass sich dort die Farbe in dem Sinne verändern kann. Denn hier haben wir tatsächlich auch 2 unterschiedliche Farben. Ne? Hier oben habe ich jetzt schon was eingefüllt. Ich könnte ja eigentlich mal in dem Zuge was Neues einfüllen. Das heißt also, ich schraube den Deckel mal hier auf. Oh, er ist fest zugeschraubt, logischerweise. Ne? So, Delle, einmal aufschrauben und dann drücke ich die Flasche mal und dann steigt etwas empor und das füllt sich wieder so und dann lassen wir los und der Überschuss geht wieder zurück. So, ja, und wie du siehst, ne, dann verändert sich auch die Farbe, umso mehr drin ist, ne? Ja, ist so. Ne? Umso anders sieht das dann farbtechnisch aus. Ja, okay. Das mal kurz nebenbei, auch wenn das jetzt gerade von der Belichtung gar nicht gepasst hat. So, okay. Also, wir widmen uns jetzt der Monstera Albo Variegata und vielen anderen Sachen heute auch noch.
Wir kommen kurz zur Monstera-Thai Constellation. Oh, es gibt ganz viel heute. Also, pH-Wert 6,5, das ist gerade so, wo ich sage, das ist in Ordnung, das kann ruhig noch so weiter bleiben. Trotz alledem, alle paar Tage werde ich das kontrollieren. Mikrosiemens liegt ungefähr bei 430 Mikrosiemens. Hier Hälfte Leitungswasser, Hälfte Osmosewasser auf 1 Liter, dementsprechend 1 Milliliter von dem Hausplant Elixier. So, okay, das kurz dazu, dass wir ein kleines Update haben von der Monstera Thai Constellation. Übrigens nach wie vor, die Blätter sehen richtig klasse aus und wir warten auf den Neuaustrieb. Da bin ich echt mal gespannt drauf. Okay, wie bei vielen anderen Sachen auch. Also, das Experiment mit der Monstera Albo Variegata kann jetzt starten. Wir sehen hier meinen allseits beliebten Lechuza-Würfel, den es übrigens in verschiedensten Farben gibt. So, Moment. Also, wir kommen jetzt zum Versuchsaufbau. Wir haben hier Marmorkies, schwarzer Marmor, den habe ich vorhin heiß ausgewaschen. Mal gucken, oh, ist noch ein bisschen warm. Ich muss noch ein bisschen abkühlen. Wir haben einen Lechuza-Würfel, die wir schon sehr lange Zeit kennen, die hängen ja auch hier hinten an der Wand. Ne? Übrigens bei den Pflanzen habe ich nie gecheckt, was Sache ist. Ist so, ne? Machst du nix. So, wir haben unsere Pflanze, die wir gleich brauchen, logischerweise. Haben wir mal kurz gezeigt, wie das aufgebaut hier. Das ist also ein Würfel, ne? Da steckt dieser Einsatz drin mit Wasserstandsanzeiger. Wobei, aber kurz gezeigt, großes Loch. In der Regel mache ich diese Kappe hier ab. Weil manchmal klemmen diese Dinger, ne? Dann steht er ganz oben, denkst du, brauchst du gar nicht gießen, ne? Und irgendwann hängt die Pflanze mal runter, dann machst du mal bim dran an diesem Ding und plupp, fällt das Ding runter und du ja, weißt Bescheid, ne? Hast tatsächlich deine Pflanze vertrocknen lassen, in dem Sinne. Vielleicht noch nicht ganz, ne? Weil wenn du sie gießt, richtet sie sich in der Regel wieder auf, es sei denn, sie ist schon knusprig braun. Wobei auch da manche Pflanzen rehabilitationsfähig sind, ja, so wie ich auch. Pass auf. Also, das dazu. Dann haben wir in der Regel einen Orchideentopf, einen durchsichtigen, den wir verwenden in dieser Anwendungs... Weiß Bescheid. Dieses Mal anders, denn wir nehmen einen Gittertopf. Naja, man sagt auch Teichkorb oder wie auch immer. Es ist ein Gittertopf mit Docht. Ja, für die Selbstbewässerung. Deswegen Docht. Ne? Der zieht das Wasser nach oben. Inwieweit das dann funktioniert mit unserem Marmorkies, mit dem schwarzen Marmorkies, wohlgemerkt, ist eine andere Sache. Wir wissen schon, Marmor gibt sehr viel ab, was den pH-Wert nach oben ballert. Ne? Deswegen einfach mal diesen Test mit der Monstera, um mal zu gucken, was sie ab kann und oder aber inwieweit das von Vorteil oder auch von Nachteil ist. Dafür halt ein Experiment. Ganz wichtig, ne? Wie viele andere Sachen aus. Habe ich jetzt alles gesagt, was ich sagen wollte? Ich glaube ja, ne? Dann haben wir in dem Sinne alles fertig, um das Experiment zu starten. Aber ich muss einen Moment warten, dass die Steine ein bisschen abgekühlt sind, weil wenn die zu warm sind und an die Wurzeln kommen, ist dann auch nicht so gut. Ne? Nein, auf keinen Fall. So, warten wir, bis das ein bisschen abgekühlt ist. Dann zeige ich euch jetzt hier unsere Bambino, wo wir anfangs die Babys gesehen haben. Ne? Von den Knollen, die wir von dieser Pflanze abgenommen haben. Wir haben sie rausgeholt, umgetopft von Muttis Erde ins mineralische Substrat. Und dass wir jetzt mal ein Update haben von der Pflanze, wie sieht sie denn aus, wie hat sie es abgekonnt oder ist da irgendwas passiert? Nein, das geht ja gut. Es ist alles okay, es ist nicht ausreichend Wasser drin. Hier habe ich tatsächlich auch die schwache Variante in der Anwendung. Boah, was mich so ein bisschen tickert im Moment ist so, dass ich jedes Mal erklären muss dann, was ist denn die schwache Variante? Es ist eine Serie. Im besten Fall guckst du, wenn du Zeit hast, Muße hast, Ruhe hast, die Filme der Serie, in dem Sinne, dann nimmst du alles mit, ne? Weil ich kann nicht in jedem Film immer wieder sagen, was ich da mache. Ja, kann ich schon, aber dann... Also, die schwache Variante momentan ist auf 2 Liter gemessen 500 Milliliter Leitungswasser, 1500 Milliliter Osmosewasser, reines Wasser dementsprechend, kann es auch destilliert, sprich entmineralisiertes Wasser oder auch sauberes Regenwasser nehmen. Aber Vorsicht, ne? Ganz klar. In Anführungsstrichen, mit Ausrufungszeichen und hast du nicht gesehen. So, und dazu dann auf 2 Liter 1,5 Milliliter von unserem Hausplant Elixier von Muttis Erde, den wir momentan nicht mehr so unbedingt in der Testphase haben, denn
Ja, okay, doch, weil es geht noch um die Mengenverteilung des Düngers im Wasser für die entsprechende Pflanze, für die entsprechenden Pflanzen, das heißt Babypflanze, heranwachsende Pflanze, zu bewurzelnde Pflanze, bewurzelte Pflanze, eingepflanzte Pflanze, heranwachsende Pflanze, Pflanze in großen Topf, Pflanze in kleinen Topf, Pflanze, große Pflanze in kleinen Topf, Pflanze, kleine Pflanze in großen Topf und so weiter und so fort. Ja, du siehst, es ist sehr vielfältig. Das heißt, Düngen ist nicht gleich Düngen. Das muss alles angepasst werden, das muss man wissen. Unabhängig davon, welchen Dünger man verwendet. Vollkommen egal, vollkommen egal, vollkommen egal. Es kommt einfach auf die ganzen Umstände an, des Ganzen, in dem Sinne der Pflanze, im Verhältnis zu allem. Egal ob Erde, Wasser, mineralisches Substrat oder Einzelkomponenten von mineralischen Substraten oder whatever. Wir haben schon so viel mitgenommen, so viel gelernt hier. Und wie gesagt, es ist eine Serie. I'm so sorry, it is so it is. Okay. So, also wir haben es gestartet. Was wollte ich noch gesagt haben? Das hatten wir gecheckt, da machen wir nichts dran. Wird nachgefüllt dann dementsprechend hier über die Thai Constellation mit der Variante, wie ich es vorhin auch schon erzählt hatte. Okay, wir haben jetzt ein Update von der Bambino, wir haben ein Update von den Babys der Bambino. Bambinos, ne? Tolle Sache, muss ich sagen. Und das ist eine Alocasia, die, wie soll ich sagen, sie findet überall Platz. Ja, ist so. Ne? Oh, warte mal, ich kann dir mal das Kind von der Bambino zeigen. Pass mal auf, da mache ich jetzt auch keinen neuen Clip, sondern das machen wir einfach mal hier vlogmäßig, wie man so schön sagt. Ne? Denn das Kind der Bambino, das Kind des Babys, ne? Das Kind der Großen entwickelt sich prächtig hier, zickt in keinster Weise rum, befindet sich hier im Lavagranulat, im reinen Lavagranulat. Also kein Erdmix, kein Mineralmix, whatever. Ja, wir sehen schon, es ist vieles möglich, wenn man weiß, wie es geht. Und dafür sind die Experimente da. Ja, tralalala. Ach, das ist so herrlich anzusehen. Das ist so eine tolle Pflanze. Guck mal, ich zeig's nochmal. Weil sie einfach wunderschön ist. Und wie gesagt, zickt in keinster Weise rum. Hier auch gedüngt mit der schwachen Variante, wie ich es vorhin erzählt hatte, ne, mit dem Hausplant-Elixier von Moody's Erde. Und ja, es gibt viele Dünger, unzählige Dünger. Es gibt immer wieder neue Dünger und es gibt immer wieder, ja, auch Dünger, die schlechter werden in dem Sinne. Alles schon gesehen, alles schon erlebt, alles schon mitgenommen hier. Ja, ist so, wie es ist. Ne? Im Wandel der Zeit verändert sich alles. Ne? Manches zum Positiven, manches auch zum Negativen. Das ist nun mal so, wie es ist. Da stecken wir nicht drin, sondern wir müssen nehmen, wie es kommt. Aber wir sehen, was passiert. Und hier insbesondere sehr intensiv. Okay, so, habe ich jetzt genug gelabert? Ja, so langsam. Also der Marmor hält ziemlich lange Wärme, muss ich sagen. Gutes Speicherorgan. Ach so, Thema Wärme. Mango. Ach, da kommen wir gleich auch noch zu. Ach ja, das ist ja so schön. Ja, sehen wir gleich. Die Werte von der Alocasia Bambino, die wir ins Mineralsubstrat von Moody's Erde umgetopft haben, die wir vorhin gesehen haben. Die Werte sind pH 6,7. Mikrosiemenswert haben wir 488, sagen wir 490. Also alles okay. Da brauche ich nichts dran machen. Die wird nach wie vor mit der schwachen Variante gegossen und gedüngt. So, okay. Wir haben jetzt hier einen Selbstbewässerungsdoch drin. Ne? Der hängt hier unten auch drin, logischerweise. Ne? Und ich habe den jetzt einfach mal hier seitlich eingeklemmt, damit er mir gleich nicht abhaut, wenn ich das Substrat, in dem Sinne, unseren schwarzen Marmor, nicht vergessen. Das Ganze ist ein Just-for-Fun-Experiment. Moment, ich muss mal eben niesen. Meine Güte. So, okay, geschafft. Kurz noch etwas gezeigt. Ich weiß nicht, ob du sie noch kennst, die Pflanze hier. Ein Philodendron, der steht nach wie vor hier, wie wir ihn damals einfach hier hingestellt haben. Leute, steht auf dem Fußboden, bekommt relativ wenig Licht, ist auch tatsächlich ab und zu trocken. Und ich habe jetzt die Erfahrung gemacht beim Philodendron oder bei Philodendron allgemein, die dürfen tatsächlich mal trocken stehen. Ja, ist so. Ne? Die gehen nicht sofort kaputt. Nein, wir haben im Dschungel eine stehen, eine große, ein Philodendron, dessen Name ich jetzt gerade nicht im Kopf habe. Okay, der ist eigentlich jeden zweiten Tag trocken, weil es eine Riesenpflanze hat, einen kleinen Topf und
Ist so, es macht ja nichts. Die Blätter hängen nicht mal runter. Wenn ich sehe das, also nicht wenn ich sehe, wenn ich gieße, dann ist ja alles trocken und dann. Nur ja, das mal kurz am Rande erwähnt. Also Philodendron sind hart im Nehmen. Ja, lieber mal ein bisschen weniger gießen als zu viel. So, okay, jetzt kommen wir aber tatsächlich endlich zu unserem Experiment. So, pass mal auf, ich ziehe das Ganze mal raus hier und werde dir das nochmal präsentieren. Die Werte hatten wir schon mitgenommen, ne? So sieht das Ganze aus. Es ist unwahrscheinlich, was diese Pflanze hingelegt hat in der Zeit, seitdem wir, stelle ich das Glas jetzt hin, Moment, aber hier, seitdem wir den Dünger von Moody's Erde, beziehungsweise den Hausplant Elixir, also den HPE, verwenden. Es ist die Pflanze, die damals sondern Stammfäule hatte. Falls ich daran erinnerst, das ist immer noch hier gegeben. Ich habe es nach wie vor nicht abgeschnitten. Wir haben das damals behandelt mit H2O2, Wasserstoffperoxid. Ne? Aber das muss ich jetzt auch noch erklären. So, pass mal auf. Also, das Schätzchen kommt jetzt rein hier. Ich würde sagen, in dem Zuge. Ich hoffe, es gelingt mir jetzt so, wie ich mir das vorstelle. So, das ist jetzt tatsächlich abgekühlt. Also, unten schon mal ein bisschen was reinpacken. Aber nicht zu viel, denn die Pflanze soll auf jeden Fall mit den Wurzeln unten drin sein. Ne? Das wollen wir auf jeden Fall so. Das ist dann auch okay. Jetzt muss ich ein bisschen vorsichtig sein, weil das ja sehr stark bewurzelt ist. Hier, ne? Also das nicht einfach die Steine drauf schmeißen. Ich muss jetzt gucken, dass ich das irgendwie hinbekomme, dass die Steinchen vorsichtig reinkommen. Weiß Bescheid. Ne? Dass wir jetzt nicht die Wurzelspitzen, die Saugwurzeln verletzen. Also da müssen wir jetzt echt ein bisschen aufpassen. Ne? Also ist eine sehr interessante Sache, muss ich sagen. Also, im aquaristischen Bereich ist es, werde ich auch mal Experimente machen übrigens, ne? Denn da ist halt so, wie es ist. Ne? Also ich bin da sehr variabel, was die Experimente angeht. Denn wir haben ja nur viele Möglichkeiten, etwas auszuprobieren, etwas auszutesten. Und ich denke mal, das ist eine richtig klasse Sache. So, jetzt muss ich mal überlegen, wie ich jetzt weiter vorgehe. Jetzt habe ich natürlich einen Hohlraum im Wurzelbereich, ne, wo die vielen Wurzeln sind. Ich werde mir nicht, das lassen wir lieber sein, nicht Wurzeln anschütteln. Hinter brechen wir uns die Wurzeln ab. So, okay. Das muss dann jetzt einfach so funktionieren. Ne? Ist so. Wie gesagt, wir werden das natürlich fortlaufend hier auch begleiten im Kanal. In der Serie wohlgemerkt. Ne? Also ich kann nicht für jede Pflanze einen einzelnen Film machen. Ist ein Ding der Unmöglichkeit. Funktioniert einfach nicht. Ist so, macht nichts. Ne? Auch wenn du vielleicht traurig bist jetzt. Aber es ist nun mal so. Ne? Das ist immer, die Zusammenhänge sind eigentlich von Pflanze zu Pflanze in jedem Bereich was mitzunehmen. Das ist so. Ne? Einfach zuhören, sehen und tatsächlich lernen. Damit meine ich auch mich. Ne? Ich lerne hier genauso wie du. Und du hast den Vorteil, du brauchst nur zugucken. Das ist so, ne? Du brauchst nur zugucken und ich muss halt machen. Ne? Okay, so. Doch legen wir es einfach mal hier am Rand entlang, inwieweit der funktionell sein wird. Und das ist eine andere Sache. Gut, er transportiert Wasser, klar. Aber ob das ausreichend ist jetzt für das ganze System, ist eine andere Sache. Deswegen Experiment zum Lernen. So, Schätzelein, dann haben wir dich jetzt auch fast schon befüllt. Was machen wir jetzt gleich im Anschluss? Was hatte ich gesagt? Ach ja, genau, Mango. Ach, das ist so eine tolle Sache. Da lernen wir noch ganz viel. Denn da ist Thema Wärme ganz wichtig, aber nicht nur für die Pflanze selber, sondern auch für den Wurzelreich. Ich ziehe ihn jetzt mal raus und versuche ihn mal so ein bisschen zu kloppeln, ne, aber vorsichtig. Wir wollen ja die Wurzeln, wie gesagt, nicht zerquetschen hier. Vorsichtig. So. Jetzt steht er auch nicht mittig, ne, weil hat der Detlef wieder falsch gemacht. Das kommt halt so. Ne. Im Bonsai-Bereich steht ja auch nicht alles mittig, also von daher vollkommen egal. So, das neue Blatt entwickelt sich, wie wir gesehen haben. Ich zeige ihn nochmal anders. So, ne. Und wir wissen, dass dann hier an diesem Knotenpunkt, sagen wir es mal, Nodienpunkt, ne, eine neue Wurzel entspringt und die wird dann auch in diese Richtung wachsen. Und wir haben jetzt natürlich den Vorteil, wir haben eine hohe Luftfeuchtigkeit, die nach oben steigt. Ne. Wenn ausreichend Wasser im Reservoir drin ist. Ne? Das wir jetzt hier nicht stehen haben, aber weißt du, was ich meine. Bedingt durch die Luftfeuchtigkeit, die dann aufsteigt, weil wir haben ja auch relativ viele Hohlräume, wird die Wurzel wohl selbstständig reinwachsen. Voraussichtlich. Ne? Wir müssen gucken, inwieweit die Kapillarität gegeben ist, auch von den Steinen. Also nicht nur die Kapillarität von dem Docht, ne? Der transportiert ja sowieso das Wasser nach oben, aber wie sieht das mit den Steinen aus? Sind die Zusammenhänge, also Kontakte untereinander, so gegeben, dass trotzdem oder das Wasser in der Kapillarität nach oben gesogen wird. Ne? Das wird auf jeden Fall eine interessante Sache. So, was machen wir jetzt? Wir haben also mit Sicherheit einen sehr hohen pH-Wert, den wir hier erzielen werden. Das heißt, im Klartext werden nicht mit Leitungswasser anfangs arbeiten jetzt hier, sondern nur mit reinem Wasser.
So, in dem Zusammenhang aber auch schon gedüngt. Denn die Pflanze stand ja bereits im aufgedüngten Wasser, wie wir wissen. Ne? Ich gucke mal eben nochmal, wie der Mikrosiemenswert aussah. Der war ja relativ niedrig, soweit ich mich jetzt gerade erinnern kann. Vielleicht mal Gerät einschalten. Ja, wir sind hier bei knapp etwas über 100 Mikrosiemens. Ne? Also interessant, was die Pflanze da rausgeholt hat von dem Dünger aus dem Wasser. Das hat sie jetzt natürlich nicht mehr so einfach hier, ne? Weil sie hat keinen direkten Kontakt zum Wasser mit den Wurzeln. Klar, mit dem, was aufsteigt, logischerweise, aber nicht im gesamten Wasser, ne? Sondern nur immer der Bereich, der halt aufsteigt. Das ist dann nochmal eine ganz andere Thematik in der Sache der Versorgung. Aber das werden wir im Laufe der Serie auf jeden Fall mitnehmen, inwieweit was hier überhaupt funktioniert. Das heißt, ich muss jetzt mal kurz gucken, ob ich den passenden Dünger fertig angesetzt habe mit Wasser. Und dann ja, versorgen wir sie jetzt sofort. Es geht weiter. Logischerweise muss ich jetzt erstmal, oder müssen wir neues Wasser ansetzen, weil wir wollen ja kein Kalk drin haben, das heißt also kein Leitungswasser. So, ich habe jetzt hier einen Messbecher, wo vorhin die Steine drin waren, den habe ich sauber gemacht. Und ja, da kommt jetzt was rein, genau, reines Wasser. Was reines Wasser ist, habe ich dir vorhin schon gesagt. Ne? Moment, man muss ihn ein bisschen nach vorne schieben, sonst kippt er mir gleich rüber hier. So, wir werden in dem Verhältnis jetzt einfach mal einen Liter nehmen, weil das am besten ist, ja, im Maß abzumessen in dem Sinne. Ne? So, Pima Daumen, ein Liter, reines Wasser. So, bei uns ist es Osmosewasser, weil wir brauchen es auch im aquaristischen Bereich und von daher. Übrigens ist immer noch die Anlage, die ich vor langer Zeit mal gekauft habe, funktioniert einwandfrei nach wie vor, ohne irgendwas da gemacht zu haben. So, jetzt haben wir unseren Dünger hier, den rütteln und schütteln wir mal kurz. Ne? Und nehmen da jetzt eine gewisse Menge raus, auch hier im Experiment. Ne? Das heißt, wie viel nehmen wir raus? Ich würde sagen, auf einen Liter nehmen wir erstmal einen Milliliter. Ne? Wir wollen es auch nicht übertreiben. Und die Wurzeln ja auch nicht schocken, die standen jetzt bei 100 Mikrosiemens. So, dalle. Und dann geben wir jetzt einen Milliliter erstmal rein. Erstmal mal gucken, ob das vielleicht gleich nochmal, nee, am besten sofort zumachen. Weil ich kenne mich, ne, 1, 2, 3 mal umgedreht und plupp, fällt alles runter. Ja, so ist das halt, ne, machst du nichts. Okay, also, dann lassen wir uns jetzt mal kurz verinnerlichen, dass wir also 1 Liter reines Wasser haben und 1 Milliliter von dem HPE Hausplant Elixier von Moody's Erde. Okay, so, was erzielen wir für einen Mikrosiemenswert? Ja, wir brauchen jetzt nicht checken, das ist erstmal vollkommen wurscht. So, wir haben 140 Mikrosiemens. So, das ist okay. Für den Anfang jetzt erstmal. Ne? Später kriegt er mehr, aber wie gesagt, jetzt, ne? Wollen ja auch in dem Sinne dann die Wurzeln in die Steine schicken. So, klar, spüren wir das auch einmal durch damit. Ne? Ganz klarer Fall. Um die Feinbestandteile mal rauszuholen hier aus den Steinen. Denn wir wissen schon, Feinbestandteile reagieren natürlich mit dem Wasser viel heftiger, kann man tatsächlich so sagen, ne? Als der Stein selber an sich. Das ist ganz wichtig zu wissen. Deswegen spülen wir das Ganze einmal durch. So, ich zeige dir die Suppe jetzt auch nochmal. Also siehst, ist tatsächlich gräulich. So, okay, das soll aber tatsächlich reichen. In dem Sinne zur Versorgung. So, ich muss nochmal just an die Seite stellen. Und dann nehmen wir jetzt unseren Lechuza-Würfel. Ich finde die so cool. Vor allem, die kannst du ja auch an die Wand machen. Da gibt es extra so einen Haken für. Deswegen hängen die ja an die Wand, an der Wand. Ne? Das ist eigentlich so ein Magnetding, aber da sind auch zwei Löcher dran, wo man das dann an die Wand dübeln kann oder ins Holz schrauben kann, diesen Haken, ne? Diese Befestigung. Oder du kannst das an einen Metallgegenstand einfach irgendwo dran klatschen, weil es ist nämlich magnetisch und das hält wirklich. Ne? Haben wir oben ja auch in der Aquabotanica. So, also, der doch ganz wichtig, mittig angebracht, weil wir haben ja hier, ich zeig's nochmal, ne? Ein Loch drin und der Docht sollte natürlich durch das Loch kommen. Ne? Und das geht nur, wenn es mittig ist. Deswegen. Ne? So, okay. Also, wir können jetzt hier natürlich in dem Fall immer schön messen. Und wir haben jetzt ein, ach, das hatte ich vergessen zu erwähnen, ein ja, Air System im Prinzip, also Luft, mehr Luft für die Pflanze an den Wurzeln durch diesen Korb. Ne? Und das haben wir schon mal gemacht. Aber nicht auf diese Art und Weise, sondern auf eine andere Art und Weise. Und da zeige ich dir gleich mal das Ergebnis, wie das aussieht. Das ist nämlich schon sehr lange her, muss ich sagen. So, das Wasser müssen wir nicht wegkippen. Ne? Hier werde ich jetzt die Hälfte im Zusammenhang Leitungswasser dabei geben und dann kriegt das irgendwo im Dschungel eine Pflanze einfach mal dazu gekippt. Am besten eine Monstera, denn die lieben ja Kalk, wie wir wissen. Ne? So,
Ach so, nee, jetzt müssen wir ein bisschen was nachfüllen hier, ne? Denn sonst hat die Selbstbewässerung natürlich keinen Effekt, ne? Logischerweise. Und ich bin echt mal gespannt, ja, wie das jetzt so funktioniert. Auch hier werden wir nicht zu viel Wasser reingießen, denn hier ist auch besser, öfter mal nachzugießen, ne? Als wenn die Suppe hier ein halbes Jahr drin steht. Ne? So, jetzt mal übertrieben gesagt, denn das Wasser verändert sich in der Zusammensetzung mit der Zeit mit dem Dünger und auch mit Kalk und hast du nicht gesehen. Ne? Und auch was Substrat abgibt und was die Pflanze ins Wasser abgibt, übrigens auch ganz wichtig zu wissen. Ne? Manche Pflanzen, so wie die Monstera, sind tatsächlich in der Lage, Kalk zu lösen im Wasser, ne? Und das aufzunehmen. Hm? Deswegen ballert der pH-Wert immer wieder mal ab. Okay, also Experiment gemeinsam gestartet und dann würde ich sagen, kommen wir, was hatte ich denn jetzt vorhin erzählt? Achso, Air-System, klar, Teichkorb, bevor wir dann zum Mango kommen, würde ich sagen. Gucken wir uns das jetzt erstmal an. Das hatten wir schon, genau. Hier, unter Dingen hier, ne, ist auch der Burner, ne? Es ist der Burner, schlechthin. Hier habe ich nie nachgemessen. Also, du siehst auch, hier ist öfter mal umgefallen, das Ding, ne, und lag auch mal trocken und ja, dem geht's gut. Dem geht's einfach nur gut. Ja, das Projekt Air System, also ein Topf mit vielen Löchern, haben wir damals gemeinsam gestartet. Wir haben hier eine kleine Pflanze reingepflanzt. Die ist übrigens die, die wir anfangs in der ersten Szene gesehen haben. Und zwar die Alocasia Red Secret. Red Secret, deswegen sehen wir jetzt von hinten, ne, dieses Bordeaux-Rot tatsächlich. Und wir sehen hier ein neues Blatt, das sich entwickelt. Richtig kräftig. Schöne Farbe. Die Pflanze zickt in keinster Weise rum, noch nicht einmal. Ich habe in dem Zuge hier noch nie nachgemessen. Ja, also auch hier tatsächlich die schwache Variante von dem HPE-Dünger, auch mittlerweile schon etwas länger. Ne? Und ich muss sagen, ich bin hellauf begeistert von dem ganzen System. Denn es funktioniert. Ich sehe zwar keine Wurzeln irgendwie, die jetzt aus dem Topf rausgucken oder so, aber das ist ja auch Sinn und Zweck der ganzen Sache, denn wenn die Wurzeln an den Topf rankommen, wo dann halt Löcher drin sind, dann trocknen die ab und dementsprechend im inneren Bereich verzweigen sie sich wieder. So die Theorie. Das heißt, wir werden das Projekt heute beenden und reingucken, wie die Geschichte aussieht. Ne? Dass wir also etwas Lernen mitnehmen können, wie denn die Tatsache gegeben ist. Okay, also auch hier das Ganze im mineralischen Substrat. Wie gesagt, wie die Werte aussehen, weiß ich jetzt nicht. In dem Zuge würde ich sagen, gieße ich jetzt auch hier übrigens immer die schwache Variante reingegossen und gedüngt. Ne? Gieße ich nochmal einen Schluck durch hier und werde das gleich auch hin und her pütten, das Wasser. Und wie wir das schon kennen, das werden wir jetzt nicht gemeinsam machen, weil das wird ja doch echt zu viel jetzt langsam hier. Ne? So, kleinen Schluck noch. Übrigens, die stand auch ab und zu mal trocken. Jetzt aber nicht lange, vielleicht mal einen Tag oder so. Also das heißt trocken. Augenscheinlich. Das heißt also, der Untersetzer ist trocken, Substratoberfläche war trocken, das heißt aber nicht, dass es innen drin auch trocken ist. Aber das mal kurz so am Rande mitgenommen, dass es also auch tatsächlich schon mal passiert ist. Die Pflanze hat Blätter nie hängen lassen, in dem Sinne, obwohl sie jetzt alle scheinbar hängen. Das liegt daran, weil das Licht von hier kommt. Also, und dementsprechend wachsen die Blätter natürlich in Richtung Licht. Ganz wichtig. So, okay, dann das heißt, ich drehe sie jetzt einmal, damit wir sie auch mal von der anderen Seite sehen können. Sie wäre mir auch schon fast umgekippt, weil eben das alles einseitig gewachsen ist. Ne? Ganz klarer Fall. Und die Blätter haben ja nur immer Gewicht und nicht nur die Blätter, auch die Blattstiele. Ne? Und dementsprechend kann das dann schon mal kippen. So, jetzt muss ich aber doch mal hochheben und sehen wir das gar nicht so wirklich. Hier hängen lauter alte Blätter drunter, sehe ich gerade. So, ne? Also heftig, kräftig, cool gewachsen, muss ich sagen. Richtig klasse. Zickt in keinster Weise rum. So, dann werde ich gleich die Werte ermitteln. Aber ich püttel das Wasser hin und her, ne? Und dann ermittle ich die Werte. Und dann nehmen wir jetzt mal kurz die Werte mit von unserem Raffidophora Tetrasperma Variegata von der lieben Hanni von Verplant Leipzig, ne? Die ihr bald neues Büro, wollte ich gerade sagen, ein neues Geschäft hat, also das alte ist aufgelöst, neues kommt, weil, soweit ich weiß, wird wohl nicht mehr lange dauern. Am besten mal auf Instagram verfolgen, da zeigt es immer so, wie es momentan aussieht. Ganz tolle Sache. Also in Leipzig, ihr habt echt Glück, muss ich sagen. Das ist eine tolle Sache, was die Frau da auf die Beine stellt. Holla die Waldfee, ne? Honey, ganz wichtig, wird wohl bald Neueröffnung sein. Da wird es auch mit Sicherheit Schnäppchen geben. Ne? Nicht vergessen. Also in Leipzig einfach mal gucken, ne? Verplant Leipzig. So, wir haben pH-Wert von 5,6. Das ist, würde ich sagen, grenzwertig.
Denn unter 6 sollte er nicht gehen. Ne? Auch bei der Raffia Ford, das Sperma, auch die mag tatsächlich kalt. Ne? Das ist ganz wichtig. So, Mikrosiemenswert haben wir von 240. Das ist für das Baby okay. Ich zeige die Pflanze nochmal kurz, denn sie macht schon wieder ein neues Blatt. Gucken wir gleich etwas näher hin. Werden sie auch wieder neu versorgen, gemeinsam heute dementsprechend. Wobei das noch gar nicht lange her ist, dass wir das gemacht hatten. Ne? Das ist erst ein paar Tage her. Na gut, bedingt durch die Krankheit habe ich wahrscheinlich auch einiges vergessen, aber egal, wir müssen auf jeden Fall reagieren, denn der pH-Wert ist zu niedrig. Und wenn sie nicht ausreichend Kalk bekommt, ist dieses Zusammenspiel von pH und Kalk in dem Sinne grob einfach nur. Wir sind keine Chemiker, ne, aber grob einfach mal dargelegt. Also ne, Kalk verändert den pH-Wert. Also nicht nur Kalk, es gibt noch andere Inhaltsstoffe, aber insbesondere halt der Kalk ist ganz wichtig für unsere Pflanze. Ne? So, okay, was wollte ich jetzt gemacht haben? Ach so, okay, das mache ich jetzt eben selber fertig. Und oh, ich sag dir, du, ich bin mal gespannt, wie das mit der Mango klappt. Es ist gleich soweit. Ja, wir werden jetzt gleich ein kleines Geheimnis lüften in dem Sinne. So, wir schauen uns die Pflanze aber trotzdem nochmal an, wie wunderschön sie ist. Oh mein Gott, am liebsten würde ich sie ja einfach weiter wachsen lassen. Und jetzt gucken wir auch nochmal das Verhältnis. Ne? Also Pflanzenmasse zur Topfgröße. Ne? Ich weiß nicht, ob man es erkennen kann. Ich zoome mal ein bisschen näher dran. Nicht so wirklich. Hier vorne, da ganz vorne, da siehst du diesen braunen Knubbel, dabei diesen weißen Strich. Ja, da kommt eine Knolle aus der Erde gewachsen. So. Okay, es sieht soweit okay aus. Wir können ja nochmal gucken hier. Sieht man also nicht wirklich irgendwo eine Wurzel, ne? Nicht wirklich. So, wir sehen hier die Blatthüllen, das sind also die Hüllen, wo jedes Mal das Blatt herauswächst. Ne? Kann man abmachen, muss man nicht. Ne? Ich habe die Geschichte so stehen lassen auf dem Tisch, ohne irgendwas dran zu machen. Immer einfach nur gegossen und gedüngt in dem Zuge. Und auch das neue Blatt, wie wir sehen, entwickelt sich prächtig in dem Zustand, wie die Pflanze jetzt momentan ist. Ja, und wie sehen die Werte aus? Kann ich jetzt gerade selber nicht sehen, weil das Blatt davor hängt. Aber gucken wir gleich mal, ne? Dass wir das nochmal mitnehmen. Aber wir sehen, der Pflanze geht es richtig gut. Also wirklich richtig klasse. Das war so ein kleines Schätzchen, ne? Und hat sich also so prächtig entwickelt. Okay, Moment, ich werde mal eben versuchen, das festzustellen, dass wir nochmal zum Topf gehen. Und mal jetzt mal gucken, wie sieht denn der Fuß vom Topf aus? Hallo. Ja, der Fuß vom Topf. Jetzt muss ich aber aufpassen, dass ich keinen Mist baue hier. Vorsichtig, ganz vorsichtig. So, also wir können tatsächlich Würzelchen da unten rauswachsen sehen. Ne? Das ist soweit okay. So, also wir sehen aber am Topfrand keine Wurzel. Ne? Man könnte ja denken, oh, jetzt muss ich aufpassen, wenn ich umkippt hier. Dass vielleicht irgendwo hier Wurzeln rauswachsen. Ne? Aber bedingt durch die Luft, die wir hier im Raum haben, ne, schaffen die das natürlich nicht, logischerweise. Weil Saugwurzeln wachsen nur da, wo es feucht ist. Ne? Und von daher kann das nicht funktionieren und sollte ja auch nicht funktionieren in dem Sinne, denn ansonsten wäre das System ja komplett fehl am Platz. Aber okay, tolle Sache, muss ich sagen, cooles Experiment. Lernen und erleben, sehen können wir nur, wenn wir etwas machen. Das heißt, jetzt kommt der Zerstörer. Drucksprühe, geh mal bitte an die Seite, danke schön. So, der Zerstörer. Das heißt, wir werden jetzt alle Blätter entfernen. Ja, Moment, am besten fange ich im hinteren Bereich an. Nicht, dass mir die Geschichte jetzt gleich sofort entgegenkommt. Ich mache das ganz einfach, weil ich etwas lernen möchte, habe ich gerade schon mal gesagt. Ne? Und das ist jetzt einfacher tatsächlich in der Handhabung, wenn die Blätter ab sind, als bevor ich da anfange, hier rumzuhampeln. Und mir alles durch die Gegend fliegt hier und von daher machen wir das jetzt einfach mal so und schneiden einfach mal die Blätter alle ab. Vielleicht lassen wir auch eins dran, mal gucken. So, können ja. Ja, komm, die lasse ich mal dran. Ja, okay. Komme ich damit jetzt hin? Übrigens jetzt sofort sauber machen. In dem Zug bringe ich das weg. Und dann geht es sofort weiter. Das heißt, wir werden ihn jetzt rausnehmen und sehen, was da Sache ist. So, was ist Sache jetzt hier mit unseren Messwerten? pH 5,8. Das ist gerade so okay, würde ich sagen. Ne, pH 6 so bei Alokasien, funzt immer. So, Mikrosiemens 350, also auch nicht erhöht oder so, auch alles im grünen Bereich. Tolle Sache, muss ich sagen. So, dass es so einfach funktioniert hier mit der im R-System, wohlgemerkt, nicht vergessen. Ne? So, oh ja, es gibt noch viele andere Sachen, die wir mal irgendwann rausholen und zerstören, um zu gucken, wie das da drin aussieht. Ne? Ja, es geht weiter. Meine Stonebox. Ja, ist so eine Box, wo ich einfach alles reinschmeiße, ne? Wenn ich irgendwie mal was raushole. So, kriegen wir das so? Ne, warte mal, das glaube ich zu nah. Ein bisschen weiter weg. So ungefähr. Jawohl. Und
dann geht's jetzt gleich los. Ich lasse mich jetzt selber überraschen, weil ich weiß ja gar nicht, wie es da drin aussieht. Ne? Das ist das allererste Mal nach Ewigkeiten, dass wir sie tatsächlich mal rausholen. Ja, wird eine spannende Geschichte auf jeden Fall. Weil, wie gesagt, ich weiß nicht, was uns hier erwartet. Ne? So, ich packe das jetzt einfach mal beherzt hier und werde mal gucken, ob wir ihn einfach rausbekommen. Warte mal, den einen Knubbel, den nehmen wir schon mal an die Seite. Ne? Den legen wir einfach mal an die Seite schon mal. Ich habe spaßeshalber übrigens von der die Werte am Ermitteln gerade. So, dann, ja, es ist so, wie es ist. Genau so sollte es aussehen. Das ist eben Air System, also Luftlöcher im Topf. Es ist grandios, es ist famos, es ist einfach fantastisch. So, pass mal auf, ich werde hier auch nicht viel dran rumfuckeln, oder doch? Doch, komm. Pass mal auf, sollten wir uns schütteln, die Geschichte mal. In dem Zuge können wir gleich auf Schatzsuche gehen, das heißt ich. Ne? Denn es entwickeln sich ja immer wieder mal kleine Babys, ne? Dolle Sache. Also muss ich mal woanders hinschmeißen, sonst komme ich hier gerade in Bedrängnis, mich ständig umdrehen zu müssen. Hier mal ein kleines Baby, so. Hier mal ein großes. Ja, wenn denn, nehmen wir sie ab, ne? Dann ist ja wohl klar, ne? So, hier ist noch eins. Ach, das ist immer so mit das Schönste, da ist auch noch eins. Wobei natürlich auch recht alte Knollen dabei sind. Und da können wir dann nochmal checken, wie das aussieht mit den alten Knollen, ob die denn auch, ich sag's mal, ja, lebensfähig sind oder ne, wachstumsfähig sind, wie auch immer. Ich werde sicherlich nicht alle hier rauskriegen, weil es ist so, wie es ist, so sollte es sein. Ne? Das Wurzelsystem ist im Herzen komplett. Ne? Sonst kennt man das ja, am Rand wachsen die Wurzeln so ein bisschen im Kreise und das war's dann. Ne? Aber hier haben wir genau das erzielt, was wir uns erhofft haben. Mit dem Air System, ne? Also Luftsystem, wie man das auch immer aussprechen würde, auch egal. Ne? Auf jeden Fall, ja, das ist eine tolle Sache, muss ich sagen. Kein bisschen Totwurzel, gar nichts. Es ist hier innen drin richtig kompakt und fest. Tolle Sache. Fantastisch. Schade, dass ich jetzt kein größeres Körbchen habe. Ne? Sonst, ja, ist alle nichts. Das heißt, ich müsste ihn eigentlich hier wieder reinsetzen gleich. So, pass mal auf. Was mache ich jetzt? Bin gerade ein bisschen aufgeregt. Es sieht doch cool aus, ne? Also, es funktioniert. Total klasse. Lohnt sich auf jeden Fall, Löcher im Topf zu haben. Ich lege ihn jetzt mal kurz hier hin, denn mein Magen knurrt gerade und das ist gar nicht gut. In meiner Erholungsphase noch momentan muss ich doch auf meinen Körper hören. Das heißt im Klartext, ich mache das mal eben ein bisschen nass hier und decke das mit einem Zebra ab. Oh mein Gott, jetzt habe ich natürlich... hoch, ist das toll, ne? Das ist doch mal eine tolle Sache, wenn man so ein... ich sag's mal... Ups, sorry. So ein Experiment nach langer, langer Zeit dann lüftet. Ne? Wie das denn nun wirklich aussieht. Also das ist eine ganz tolle Sache. So, das legen wir jetzt hier drüber. Nein, das ist nicht trocken, nein. Nein, nein. Das machen wir auch noch mal ein bisschen nass jetzt hier. Ne? Dass wir die Wurzeln schützen. Denn wie gesagt, ich lasse das jetzt hier liegen. Gehe in Ruhe erstmal frühstücken. Was heißt frühstücken? Ja, ist so wie es ist. Ne? Zweites Frühstück, so, sagen wir es mal so. Okay. Also it is, so it is. Das hat genial funktioniert. Auf jeden Fall zum Nachmachen eine ganz tolle Sache für Zimmerpflanzen, um sie optimaler, besser, effektiver, gesünder heranwachsen zu lassen. Und das ist also Air System. Beautiful. Circa eine Stunde später. So, es geht weiter, meine Lieben. Ich habe mal kurz hier, nur einfach Interesse halber, auch wenn das nicht wirklich Sinn macht, die Werte gecheckt, 7,4 Pi mal Daumen und, also pH-Wert, ne, 7,4 Mikrosiemens 360. Dass wir das kurz mitgenommen haben. So, okay, also wie gesagt, das Ding hat jetzt hier eine Stunde rumgelegen, macht aber nichts, wie gesagt, ne, wenn es versorgt, ist das nicht das große Problem. So, I don't know what I do. Also ich weiß jetzt nicht, was ich mache. Das heißt im Klartext, ich werde ihn einfach wieder in den Topf reinsetzen. Ja, andere Möglichkeit habe ich jetzt gerade nicht. Ich werde auch das Substrat wiederverwenden. In dem Zuge packe ich mal unten ein kleines bisschen schon mal rein. Am besten wäre es natürlich, wenn wir ihn etwas tiefer pflanzen würden, wie wir schon wissen bei Alokasien. Ne? Weil sie hier in dem oberen Bereich, wo die, ich sag mal, Blattansätze sind, die Stiele, ne? Da bilden die neue Wurzeln. Deswegen kann man die ruhig so 2-3 cm tiefer setzen. Das wird mir jetzt aber hier nicht gelingen. Wahrscheinlich zumindest nicht. Ja, erst schüttelt er das ganze Substrat ab, ne, und dann puttet er das einfach wieder rein. Es ist aber so, das ist, wie gesagt, eigentlich ist das Projekt beendet hier. Ne? Das sehen wir jetzt definitiv so.
Was wir jetzt hier machen, ist wieder mal just for fun, weil ja, ich kann ihn leider nicht wegschmeißen, ist so. Na, und von daher mache ich den jetzt einfach hier rein wieder. Auch wenn es jetzt nicht optimal ist, das Substrat wäre besser, wenn es trocken ist, dann lässt es sich besser ja, verrieseln zwischen die Zwischenräume der Wurzeln. Also in die Zwischenräume der Wurzeln, na, ist so. Also ist jetzt nicht wirklich praktikabel, was ich hier mache, aber es ist eine Notlösung und von daher mache ich das jetzt einfach so, wie das ist. Und damit hat sich die Kiste. So, okay. Also es ist grandioses, ja, wie soll man sagen, das Experiment ist es ja nicht mehr, ne? Eine grandiose Vorgehensweise, um Pflanzen tatsächlich optimal zu versorgen. Ne? Und in dem Zuge kann man dann auch feines Substrat verwenden, weil hier kommt ja Luft rein ohne Ende. Ne? Das ist also das Tollste überhaupt. So, that's all. Jetzt muss ich natürlich noch mal eben just ein bisschen versorgen wenigstens. Also, pass mal auf, wir nehmen jetzt die schwache Variante, ne? Wie wir sie kennen jetzt schon. So, ich mache das jetzt auch einfach hier einfach mal, ne? Spüle das einfach mal durch hier und dann kommt er gleich auf seinen Untersetzer wieder und dann ist gut. Den Untersetzer habe ich noch nie, nicht einmal, wo ist er denn überhaupt, sauber gemacht. Ja, wo habe ich ihn denn hingestellt? Den Untersetzer. Ach so, ich sah die Sache. Du hast 1000 Sachen auf einmal zugange, ne? Und dann fliegt das UFO einfach mal weg. Ja, ist egal. Ich werde ihn gleich schon wiederfinden. So, und jetzt kommen wir zum nächsten Highlight in diesem Film. Nein, noch nicht die Mango. Oder doch die Mango. Pass mal auf, ich suche mal eben den Untersetzer. Bevor wir das vergessen, kriegt das Schätzchen jetzt nochmal einen Schluck nachgegossen hier. Der kann ruhig da unten im Anstau stehen. Und somit ist auf jeden Fall versorgt. Hier auch wieder mit der schwachen Variante. Okay, jetzt kommen wir zu 2, 3 Projekten noch tatsächlich. Das erste ist das hier. Und da gucken wir jetzt mal gemeinsam rein. Wir schauen jetzt mal, ob wir das so hinbekommen. Jawohl, guck mal, da liegt er. Der Samen der Mango entwickelt sich tatsächlich prächtig, munter, fröhlich weiter. So, da ich nehme mal eben ein bisschen raus hier, dann können wir auch die Wurzelspitze sehen. Und wir können auch hier jetzt wunderbar erkennen, wie die Pflanze sich heraus, ja, zieht, wächst, wie auch immer. So, ich lege ihn einfach wieder rein. Ja, weil das wird jetzt doch zu viel, das Schätzchen einzupflanzen. Und die Box wieder zu. Wir sehen, Feuchtigkeit ist ausreichend gegeben. Ganz wichtig, dass wir kurz das Update haben hier von Mango. Und wir machen sofort weiter. Und zwar, du erahnst es schon, das sind die Samen von unserem Kakao, von der Kakaoschote. So, in dem Zuge werde ich auch den linken hier voraussichtlich zumindest rausnehmen. Ja, doch, auf jeden Fall. Wir sehen hier Schimmel. Ich zoome mal ein kleines bisschen. Siehst du die schwarzen Punkte da? Da siehst du die schwarzen Punkte. Ja, das sind Schimmelkörper. Ja, in dem Sinne. Also, das war allerdings das Schätzchen, was ich aufgebrochen hatte. Ne? Ups, sorry. Das war jetzt nicht so der Burner. Also, der kommt jetzt weg. Definitiv. Auch die Wurzelspitze ist mittlerweile kaputt. Das heißt, in dem Zuge werden wir auch, mal gucken, wo ich den hinlege, da auf den Untersetzer, in dem Zuge werden wir auch tatsächlich das Zeber gleich wechseln, denn sonst greift der Schimmel über auf die anderen und das wäre nicht so der Burner. Jetzt habe ich natürlich alles kontaminiert, er ist ja sowieso kontaminiert, pass auf. Ich nehme mal eben den Samen hier in die Hand, um mal zu gucken, wie das ausschaut. Geht so, würde ich sagen. Ne? Pass mal auf. Was sich da noch bildet, weiß ich gerade nicht. Ich würde sagen, in dem Zuge, das ist Glibber hier, das ist kein Schimmel. Also Biofilm in dem Sinne. Ja, nee, also müssen die sauber sprühen auf jeden Fall. Oh, hoffentlich klappt das noch. Das wäre natürlich schön, wenn denn. Ne? Aber ich sage es mal so. Der Keim selber hier, also ja, das Nährmedium in dem Sinne, ist noch okay. Ne? Ja, also, hier werde ich das Ganze tatsächlich mal cleanen müssen. Es geht weiter, pass mal auf. Ich werde die Samen jetzt einfach mal hier drauflegen, weil eine großartige Möglichkeit, die jetzt zu, ja, richtig zu cleanen haben wir nicht. Aber trotz alledem nehmen wir reines Wasser und sprühen die damit mal ordentlich sauber. Soweit das machbar ist, ja, siehst du wohl, ne? Geht auch wunderbar.
Jetzt habe ich hier so einen Plastikdeckel, da kann ruhig Wasser drauf, das ist vollkommen egal. So, haben wir die andere Seite vielleicht noch, vorsichtig, dass wir uns die Wurzeln nicht unbedingt abbrechen. Was geht, geht, was nicht geht, geht nicht. In der Thematik, wieso, weshalb, warum wir das überhaupt so angegangen sind, Keimtest, ne? Darum ging es, weil, ja, scheinbar, echt scheinbar, eigentlich das nicht hätte funktionieren sollen, ne? Dürfen, in dem Sinne. So, pass mal auf, ich schiebe die mal ein bisschen an die Seite und dann nehmen wir uns jetzt die, da ist übrigens Lavamulch da unten drin, steht auch schon seit Ewigkeiten. So, the best way is, genau, Perlit, ganz klarer Fall. Die Box habe ich heiß ausgewaschen. So, okay, dann machen wir mal eben ein kleines Löchlein hier, zwei beziehungsweise. Und wie gesagt, das, hier ging es nur darum, Keimtest, um zu gucken, ob die keimfähig sind oder nicht, weil ich habe drei Schoten insgesamt, ne? Und wenn ich jetzt alle zur Aussaat gebracht hätte und das alles vergammelt und verschimmelt wäre, in dem Sinne, ne, wäre das unnütze Arbeit gewesen. Und von daher habe ich einfach einen Keimtest gemacht. Und es hat funktioniert, ne, davon abgesehen. So, legen wir die, nicht drücken, einfach reinlegen. Ne, nicht drücken, einfach reinlegen. So, und dann schiebt man das Ganze zu. Ja, so, also es ist so, dass sie also keimfähig sind. Das ist schon mal ganz gut. Dann können wir das andere auch dann demnächst angehen. So, ich mache das einfach mal so zu. Das ist schon angefeuchtet, das Perlit. Aber nur so, dass ein kleines bisschen Wasser unten drin steht. Mehr nicht, ne? So, füllen wir einfach mal vorsichtig drüber hier. Im härteren Strahl. Okay, weil Perlit ist das Nonplusultra tatsächlich, wenn man etwas in Gange bringen will. Das wissen wir mittlerweile schon. Okay, also kommt das Schätzchen wieder warm gestellt bei 23 bis 24 Grad. Und dann lassen wir uns überraschen, wie das dann, ja, in ein paar Tagen sich hier weiterentwickelt. Oh mein Gott, es ist doch lang geworden, der Film, denke ich mal. Ich weiß gar nicht, wie lang. Aber mach einfach eine Pause zwischendurch, wobei jetzt auch zu spät, ne? Weil wir kommen jetzt gleich eh zum Ende. So, hier haben wir jetzt unseren Samen drin. Von der Avocado, wo ich unbedingt noch Tests mitmachen muss. Ich habe die Früchte noch liegen oben. So, dann gucken wir mal, ob das noch gut gegangen ist oder nicht, denn der ist mir leicht trocken geworden tatsächlich. So, wickel, 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 wuppel, wappel, wupp. Ja, gucke mal, das sieht doch gut aus. Schätzelein kommt unten mit Würzelchen raus. Tolle Sache. Ne? Wie ich es anfangs erwähnt hatte, als die ganze Geschichte anfing, die Wurzel kommt erst oben raus, unten, lol, ne? Und oben wird das dann aufgehen, wenn die Pflanze herauswächst. Aber erst kommt die Wurzel, ne? Das ist so, das ist auch leicht glitschig, also hier ist auch ein Biofilm drauf, ist aber nicht tragisch, solange das nicht schimmelt. Ne? Auch das Zeber sieht da gut aus, also hier ist nichts passiert, gar nichts, trotzdem hier die Haut dran ist noch oft an den Samen. Ne? Ja, okay. In dem Zuge würde ich ihn aber doch ganz gerne heute tatsächlich einpflanzen. Das werden wir auch machen. Let's get ready to start. So, ich habe jetzt ein Becherchen genommen hier. Das ist auch so ein Orchideentopf. Habe schon auf Perlit eingefüllt hier. Das ist die einfachste Vorgehensweise tatsächlich jetzt, um weiter voranzugehen mit dem Samen. Wir haben den Vorteil, dass die Wurzel noch klein ist, kurz in dem Sinne. Deswegen stelle ich den jetzt einfach hier oben auf. Ne? Und dann befüllen wir das Ganze. Wo habe ich? Ach da. Nochmal mit dem Perlit. Bitte nicht einatmen, wenn es staubt. Ganz wichtig. Ne? So, dann lassen wir das mal langsam hier einfach reinrieseln, das Perlit. Also was man mit Perlit alles machen kann, ne? Dolle Sache. So, komm, ein bisschen schneller könnte es aber doch gehen. Kleines bisschen schneller. So, dalle. Der Samen wird jetzt nicht ganz in dem Sinne bedeckt, sondern ungefähr zwei Drittel, kannst du sagen. Ne? So, es könnte schon ausreichen. Dann werde ich in dem Zuge jetzt reines Wasser verwenden. Was das ist, wissen wir mittlerweile. Ne? Genau, bei uns ist das Osmosewasser. So, haben wir da mal sauber gemacht. Muss man nicht, aber sieht dann schicker aus. Ne? Ja, okay, gleich, das erzähle ich dir gleich. Und zwar ist jetzt so gegeben, dass die Haut, das ist braun, was wir sehen, ne? Das kann jetzt im Zweifelsfall anfangen zu schimmeln. Ist aber nicht so schlimm, das sprüht man einfach mit reinem Wasser dann ein und dann ist gut. Wenn das soweit ist, dass das passiert, nehme ich euch natürlich auch mit, ganz klarer Fall, ne, um euch dann zu zeigen, wie man dann reagiert. Das haben wir übrigens schon mal gemacht, da hat man das Schätzchen allerdings, sorry, im Vulkaflor, ja, ins Vulkaflor, kommt immer noch kein Wasser unten raus, ne?
Also siehst, Perlit tankt ganz schön Wasser, ne? Deswegen gucken, dass unten eine kleine Pfütze ist, wenn man jetzt so eine Box hat oder so, ne, dass man also wirklich dann weiß, dass man ausreichend Feuchtigkeit drin hat. Aber nur eine kleine Pfütze, nicht, dass das Perlit komplett unter Wasser steht. So, jetzt hier unten was rausgekommen, dann ist halt erstmal okay. Hier braucht man auch nicht spülen oder dergleichen. Das kann jetzt so bleiben, wie es tatsächlich ist. Ne? Wenn man möchte, kann man das jetzt nochmal abdecken. Ich lasse das jetzt tatsächlich so, dann ja, trocknet der obere Teil ab hier und der Zwischenbereich zwischen Perlit und Luft, da ist dann die Geschichte, wo es anfangen kann zu schimmeln. Ne? Aber okay, das hatten wir schon mal, ist nicht schlimm, ist nichts passiert und von daher, wie gesagt, wie es denn weitergeht, nehme ich euch auf jeden Fall mit auf die Reise. Oder decken wir ihn doch ab, dass er schön knackig feucht bleibt, weil das hat ja in dem Sinne gut funktioniert, ne? Durch die komplett Feuchtigkeit rundherum durch das Zeber. Ne? Während der andere, der noch im Wasser steht, mehr oder weniger noch gar nichts macht. Ne? Und der hat ja sofort angefangen zu kann, nach ein paar Tagen schon. Ja, okay, also decken wir es doch ab. Und wie decken wir das jetzt ab? Wir nehmen einfach das Glas, was wir vorher hatten, und setzen das jetzt hier oben drauf. Mal kurz drehen, so, damit es rundherum Kontakt hat. Und dann haben wir auf jeden Fall eine hohe Luftfeuchtigkeit. Okay. Wir haben es geschafft. Ja, die Mango im Air-System. Ja, läuft, muss ich sagen. Wir sind unter pH 7 gekommen. Es geht wahrscheinlich sogar noch ein kleines bisschen weiter runter. Wir sind jetzt hier, ja, gemessen bei 6,8. Also unter 7 ist schon mal gut, denn wir wollen ja hier ins saure Milieu. Also am besten bei pH 6 um den Dreh. Micro Siemens ist auch okay bei 386, also ist nicht überversorgt. Inwieweit da, wo die Grenze liegt, ne? Das unten übrigens ist 70 ist Fahrenheit. Ja, egal, komm, lassen wir jetzt so stehen. Also ich denke mal, wir sind hier auf einem guten Wege. Wir hatten ja letztens das Wasser gewechselt bei dem Schätzchen, als wir gesehen haben, dass er sich im Austrieb befindet. Oder dabei ist, ne? Jetzt befindet er sich im Austrieb und der pH-Wert lag ja noch über 7. Ne? Dann haben wir ja nochmal reines Wasser genommen und haben das aufgedüngt dann, sorry, ich weiß nicht mehr genau, ich glaube 1 Milliliter auch auf 1 Liter Osmosewasser, um den pH-Wert eben runterzubringen. Ne? Und das ist uns soweit schon mal ganz gut gelungen, muss ich sagen. Ich werde es noch ein, zwei Tage beobachten und gegebenenfalls das nochmal wiederholen, um den pH-Wert noch ein bisschen zu drücken. Aber es sieht schon mal gut aus, muss ich sagen. Na gut, die, ich sag mal, die alten Blätter, die jetzt putt sind, die sind putt und hässlich, die bleiben auch hässlich. Ne? Die oberen beiden Blätter, die jetzt ausgereift sind eigentlich, ne, die haben hier noch so eine weiße Spitze. Das war der vorherige Austrieb. Also da hat man es ja schon mal geschafft, insbesondere, dass wir zwei Blätter bekommen haben, was ja vorher nie der Fall war. Ne? Also insgesamt, das System funktioniert schon mal gut. Inwieweit der Neuaustrieb sich dann jetzt zeigen wird, ob er schon, ich sag's mal, bombastisch, gigantisch wächst oder auch noch rumzickleint, ist aber auch nicht so schlimm, wenn denn, denn wir sind ja noch am Anpassen bei der ganzen Geschichte. Aber wir dürfen nicht vergessen, wir haben ihn ja auch umgetopft. Ne? Ist hier auch in das Mineralsubstrat von Moody's Erde gewandert und bis dato funktioniert das hier mit dem Air System also wirklich richtig gut. Schade, ist er ausgegangen. Ich zeige dir nochmal eben, wie das System aussieht. Für den Fall, dass du es noch nicht gemacht hast. Lass mal auf. Und zwar sind das die Töpfe vom Drain Master. Die gibt es nämlich einmal ohne Löcher und einmal mit Löcher. So, und hier sehen wir den Ausströmerstein. Selbstbewässerungsdocht. Ne? Und der Ausströmerstein hängt an einem Silikonschlauch, den wir dann dementsprechend an einer Membranpumpe angeschlossen haben. Jetzt allerdings hier nicht, sondern oben in der Aquabotanica. Ich habe nur runtergeholt jetzt hier, sonst wäre das zu viel Hampelei gewesen, das alles noch wieder oben nochmal alles zu justieren und fertig zu machen. So, aufpassen, dass ich mir den nicht umschmeiße hier. Ja, wir sind auf jeden Fall gut auf einem guten Wert. Ne? Wir sind unter 7, das ist schon mal klasse. Aber ich denke mal so, in ein, zwei Tagen checke ich das nochmal. Und in dem Sinne werde ich dann voraussichtlich das Ganze nochmal wiederholen. Also mit reinem Wasser aufgedüngt, dann dementsprechend leicht. Und dass wir den pH-Wert halt runterbekommen. Ne? Aber ansonsten, das System funktioniert also auch hier wunderbar, muss ich sagen. Also richtig klasse. Ja, okay. Mal gucken, ob wir dann richtig zu Gange bringen. Siehste, jetzt hätte ich es fast vergessen, Temperatur. Bei der Mango ist es scheinbar wirklich wichtig, dass wir den Wurzelbereich warm bekommen. Ja? Ich habe jetzt bei einem Zuschauer, bei Werner, mal eine Mango gesehen.
Die war, ich müsste jetzt lügen, ich bin mir nicht ganz sicher, ich schätze so 1,50 Meter hoch ungefähr. Riesengroße Blätter, knackig grüne Blätter, total kupferroten, schönen Austrieb neuen. Und ich hatte mich gewundert, ne? Ich habe auch Wasser mitgenommen von ihm, habe das mal gegengecheckt, ist genauso wie bei uns auch. Ja, und da stellte sich mir die Frage, wieso funktioniert das bei dem? Ne? Wieso wächst die Pflanze so gut? Bis mir dann so die Idee zumindest kam, ich werde ihn irgendwann nochmal besuchen und dann checke ich das nochmal genauer, denn die stehen bei ihm an einem großen Fenster. Und soweit ich mich erinnere, steht das Ganze oder die Pflanzen irgendwie, ja, wie soll ich sagen, auf der Heizung, nicht direkt, aber da ist halt, ich meine, was drüber gebaut und da steht das drauf. Die Töpfe. Und dementsprechend bekommen die Töpfe von unten natürlich Wärme. Weißt du, was ich meine? Könnte das vielleicht auch ausschlaggebend dafür sein, dass unsere Mangos so ein bisschen zicklein sind, weil es ihnen nicht warm genug ist im Topf? Ja, wissen wir schon, auf dem Boden, ne, haben wir ja andere Temperaturen als jetzt, sagen wir mal, auf Meterhöhe oder auf 1,50 Meter Höhe gemessen. Es ist nun mal so, unten ist es immer etwas kühler, sei nur das Fußbodenheizung. Ne? Vielleicht wachsen bei dir deswegen dann ja auch die Mangos besonders, falls das so der Fall ist, weil falls du also gute Mangos hast, die wirklich wunderbar wachsen und du hast Fußbodenheizung, teil uns das gerne mal mit. Denn das würde mich mal interessieren in dem Zusammenhang, ob das wirklich ein ganz wichtiger Fakt ist für unsere Mangos in der Anzuchtpflege, uns heranwachsen lassen zu einem Bäumchen. Ne? Denn, sag mal so, jetzt haben wir ja auch den Samen gesehen, der wächst ja wunderbar. Der steht bei 23, 24 Grad tatsächlich. Ne? Also auch die Wurzeln. Ne? Und das wäre natürlich vielleicht ein ganz wichtiger Fakt. Ne? Ja, tolle Sache, muss ich sagen. Ne? Manchmal macht es einfach so Klick, ne? Wenn es denn so ist. Ne? Das ist also noch eine Vermutung, aber ich gehe fast davon aus, dass es so ist. Okay, also werde ich mal gucken, dass ich das bei dem Schätzchen auf jeden Fall hier hinbekomme. Okay. Holla die Waldfee, so hat er du. Was hast du denn da gemacht? So, okay, also. Meine Lieben, wir kommen zu... Oh, das hätte ich fast vergessen zum Schluss. Hier wollten wir noch das Wasser gewechselt haben bei der Raffigophora Tetrasperma variegata. Und die müssen wir echt bald umtopfen. Wie gesagt, die bekommt gerade ein neues Blatt schon wieder. Ne? Die hat ja eins, zwei, das ist das dritte Blatt hintereinander. Und das... Das Blatt davor ist noch gar nicht richtig fertig und er schießt schon wieder neu. So was hatte ich zum Glück schon angesetzt. Auch hier Hälfte Leitungswasser, Hälfte Osmosewasser. Bei uns hat das Leitungswasser einen pH-Wert von 7,5 gemessen aus der Leitung. Wenn das Ganze im Tag steht, liegen wir bei 8,5 tatsächlich. Ne? Deswegen bei uns dieses Mix-Max. Ne? Mix-Misch. Hast du nicht gesehen. Ist bei uns eben ganz wichtig. Ne? Wenn bei dir die Werte anders sind, hast du Glück. Ne? Dann brauchst du sowas gar nicht machen, was wir hier machen. Ne? Das ist so. Einfach leicht aufdüngen dein Wasser, wenn du perfektes Wasser hast und fertig ist das Ganze, ne? Hat sich die Kiste. So, aber auch da abhängig von was für eine Pflanze man hat. Ne? Wenn du jetzt eine Monstera oder so wie die hier die Raffigophora hast, die Kalk brauchen und du hast wenig im Wasser drin, dann musst du da anders reagieren. Ne? Also da musst du dann Kalk dementsprechend zuführen. So, okay, also ist sie auf jeden Fall für ein paar Tage wieder gut versorgt. Und wir müssen sie aber einpflanzen, definitiv. Ne? So, schön, dass es uns bei der Mango gelungen ist, tatsächlich den pH-Wert unter 7 zu bekommen. Wir sind Pi mal Daumen bei 6,8. Ne? Ach ja, komm, besser raus, bevor man gleich umfällt. Was wollte ich jetzt noch gesagt haben in dem Zusammenhang insgesamt? Was soll ich sagen? Es war heute auf jeden Fall eine ganze Menge, was wir erleben durften, sehen durften, auch aus Erfahrungen. Also wir haben im Prinzip auch Sachen, wo man lernen draus kann mittlerweile. Es sind nicht nur noch Versuche, sondern viele Sachen sind wirklich aufgebaut auf die Versuche. Wie reagieren wir in dem Sinne? Macht trotzdem neue Experimente, so wie jetzt hier mit der Monstera Albo Variegata im Marmor, im schwarzen Marmorkies. Wie gesagt, das machst du bitte nicht. Ne? Es sei denn, du bist auch genauso wie ich. Das ist was anderes. Aber dann hast du wahrscheinlich auch schon ganz andere Sachen gemacht als ich. Voraussichtlich dann schon. Ne? Aber das mit dem Air-System, also Luft allgemein für die Substrate, für die Wurzeln, für die Töpfe. Hier haben wir ja also keine Löcher drin, also keine Löcher reingebohrt oder so, ne? Sondern haben das... Bringen die Luft von unten im Topf durch das Substrat nach oben. Da ist im Prinzip das System fast gleich. Außer eben, dass die Wurzeln, die dann, ich sag's mal so, an die Luft wachsen ja eigentlich nicht können, sondern dann sich Feinwurzeln bilden im Topf, im Substrat wieder dementsprechend, weil sie halt nicht weiter raus können und auch im Kreise nicht wirklich wachsen können, weil zu viel Luft von außen kommt. Und das ist natürlich bei diesen
Gitter, Netz, Teich, Töpfen, wie man sie auch nennen mag, natürlich eine richtig coole Sache. Das heißt aber nicht, dass ich jetzt alle Töpfe umbaue und das bei allen Sachen so mache. Das sind so, ich sag's mal, Einzelheiten, Expertisen vielleicht, die man mal macht, um zu zeigen, wie es funktionieren kann. Es war ein Experiment, jetzt ist es kein Experiment mehr, jetzt ist es ein Vorzeigeprojekt. Richtig klasse auf jeden Fall, definitiv. Gut, wir haben jetzt das Schätzchen auch hier in einem Teich, Töpfchen, Gitter, Netz, Topf, wie auch immer. Allerdings haben wir hier bei dem System auch Luftfeuchtigkeit unten drin, im Topf. Nicht nur Wasser drin, stehen unten ein bisschen immer, wohlgemerkt, nicht besorgen wie vor. Besser ist das, wenn du erstmal in Urlaub kannst, auch vorgießen mal. Und hier ist natürlich bedingt die hohe Luftfeuchtigkeit, werden die Wurzeln wohl auch aus dem Gittertopf herauswachsen. Voraussichtlich, wohlgemerkt, voraussichtlich. Das müssen wir beobachten. Ganz wichtig. Wie bei allen anderen Sachen, wie gesagt, es ist eine Serie, fortlaufend. Es sei denn, es haut mich mal so um wie die letzten Wochen, dann kann auch mal passieren, dass nichts kommt. Aber jetzt ist, ich sag mal, High Speed bei mir angesagt. Also ich bin voller Taten dran, das ist echt der Burner. Okay, meine Lieben, ich hoffe, euch hat es gefallen und trotzdem ich viel gequatscht habe, aber wir sehen, es ist so viel möglich im Pflanzenreich, es ist unwahrscheinlich. Und diese, ich sag's mal, Erfahrungen oder Vorgehensweisen wirst du nirgends anders finden. Definitiv nicht. Okay. So, ja gut, ich könnte auch Pflanzen hinhalten und sagen, hey, guck mal schön, sieht sie nicht toll aus, musst du gießen, ein bisschen düngen, fertig, hat sie die Kiste. Weiß Bescheid, ne? Nein. Wir sind tiefgründig Erforscher, Drang haben wir tatsächlich. Und ja, das bringt natürlich Sachen zum Vorschein, wo niemand nicht mit gerechnet hat. Und ich sag's mal so, wie es ist. Ja, manche sich wahrscheinlich, ja, wie soll man sagen, um ihren Arbeitstisch rennen und ja, vielleicht auch mal fluchen dann. Nicht so. Ja, machst du nichts, ne? Der eine macht sich Gedanken, was ist denn nur das beste Substrat überhaupt? Und wir zeigen einfach mal, dass man eigentlich in allem alles wachsen lassen kann, wenn man weiß, worauf es ankommt in der Materie. Das ist übrigens genauso bei, ich sag's mal, bei den ultimativen Substraten, bei den Special Hyper High Erdmix Arrow und hast du nicht gesehen, bringt dir alles gar nichts, wenn du gar nicht weißt, wie du die Pflanzen versorgen musst. Das Nonplusultra ist, ja, sich um die Pflanzen zu kümmern und zu verstehen, worauf es eigentlich in dem Sinne ankommt. Und ja, das ist die Materie. Und wenn du die begriffen hast, dann wachsen deine Pflanzen überall. Okay, vielleicht sogar auf dem Teppich.